Kommen wir zum zweiten Teil. Und da wären wir bei diesen Aufgaben. Für diesen oberen Teil, für die gebrochen rationale Funktion, da gibt es bereits schon ein Video, in dem ich die Aufgabe bzw. die Funktion gelöst habe und die Aufgaben dazu. Deswegen werde ich jetzt einfach in dieses Video reinspringen. Bitte nicht wundern. Und dort können Sie dann die Aufgaben 3.1.1 bis 3.1.5 sehen. Auch wenn da noch ein paar andere Aufgaben dabei sind und die Aufgaben anders nummeriert sind, sind das trotzdem dieselben Funktionen. Kommen wir mal zum zweiten Teil. Dazu schnappe ich mir das Ganze mal wieder, kopiere das wieder zu. Mal hier einfach mal ein bisschen größer. So, und fügen jetzt hier unsere neue Aufgabe ein. Aufgabe 7 bis 12. Auch hier wieder die Aufgabe 12 habe ich selber dazu gewählt. Das war tatsächlich auch eine Prüfungsaufgabe vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr. Das war, glaube ich, der Nachtermin. Und Sie sehen als allererstes, wenn Sie sich die Funktion anschauen, da steckt hier ein A drin. Das ist also sogar jetzt noch eine Vermischung mit Funktionsschaden. Machen Sie sich aber nicht so viele Sorgen darüber, denn bei vielen Aufgaben davon spielt das A überhaupt gar keine Rolle. Deswegen schauen wir einfach mal an, was passiert. So, legen wir los. Aufgabe 7. Geben Sie den Definitionsbereich an. Häufig ist es so, wenn da steht, geben Sie den Definitionsbereich an, kann man es immer sehr gut lesen. Sie sehen die Funktion da oben, 3x² plus 9x minus 2a geteilt durch x² plus 4. Wir müssen also hier wieder den Nenner gleich 0 setzen. Also x² plus 4 gleich 0 setzen. Und da sehen Sie schon, wenn Sie minus 4 rechnen, ist x² gleich minus 4. Das Ganze ist nicht lösbar. Es gibt für den Definitionsbereich dieses Mal keine Werte, die Sie ausschließen müssen. DB ist also x-Element R. Ja, x-Element R, das war's schon. Das ist schon eine Gewohnheit, da weiterzuschreiben. Es gibt keinen Wert, den wir ausschließen müssen. Ja, damit haben wir schon Aufgabe 1, ein Punkt, Aufgabe 7, Entschuldigung, Aufgabe 7 mit einem Punkt erledigt. Geben Sie das Verhalten Unendlichen an. Das Verhalten Unendlichen hat ein Stück weit auch was mit den Asymptoten zu tun. Also die Frage ist, was passiert mit der Funktion, wenn sie x gegen unendlich dreht? Und es geht also letztendlich genau um dieses asymptotische Verhalten im Unendlichen. Und wenn ich mir die Funktion anschaue und mal die waagerechten Asymptoten betrachten möchte, ich schreibe die Funktion nochmal auf, fa von x gleich 3x² plus 9x plus 2a geteilt durch x² plus 4, minus 4. Ne, plus 4. So. Dann schaue ich mir auch hier wieder jeweils den höchsten Exponenten an. Sehe, dass das unser erster Fall ist. Die beiden Exponenten, also der Exponent von x ist jeweils gleich. Der Grad vom Zähler ist gleich dem Grad, der Grad vom Nenner. Demzufolge entscheiden die beiden Zahlen davor, also oben steht die 3x², unten steht 1x². Das x² kürzt sich heraus und es bleibt übrig y gleich 3 als waagerechte Asymptote. Das bedeutet, die Funktion strebt rechts und links im unendlichen Bereich gegen die waagerechte Asymptote y gleich 3. Und damit ist das Verhalten Unendlichen auch genau dieser Fall. Das heißt also, das Verhalten im Unendlichen, egal in welche Richtung, unserer Funktion ist gleich 3. Es kommt also für y gleich 3 raus. Sowohl nach rechts als auch nach links ist das Verhalten Unendlichen gleich 3. Wir können uns das auch mal am Taschenrechner anschauen. Dazu haben wir folgendes Problem.
ich kann ja die Funktion nicht teilchen, solange dieses A drin steckt. Aber wir sehen hier ab Aufgabe 10, 11 und 12 ist A gleich minus 6. Dann lass uns doch gleich dieses A einfach mal einsetzen. Und ich lasse mal die Funktion zeichnen. 3x² plus 9 plus 9x minus 2 mal minus 6. Das Ganze geteilt durch x² plus 4. Und da sehe ich sehr schön, dass die Funktion nach rechts, aber auch nach links gegen y gleich 3 strebt, weil das eine waagerechte Asymptote bei y gleich 3 ist. Also bei halben Unendlichen ist indirekt auch die Frage nach einer waagerechten Asymptote. Gut. Damit kommen wir zur nächsten Aufgabe. Aufgabe 9. Berechnen Sie den Wert für a so, dass die Funktion die Nullstellen x1 gleich minus 5 und x2 gleich 2 besitzt. Ich schreibe mal kurz auf, was gegeben ist. Gegeben ist also eine Nullstelle oder die Nullstellen x1 gleich minus 5 und x2 gleich 2. Gesucht ist das a. Also es geht um die Nullstellen und wir müssen jetzt, wenn wir die Nullstellen betrachten, dann betrachten wir den Zähler, also das, was oben steht, und wir müssen jetzt a so ermitteln, dass genau diese beiden Nullstellen 2 und minus 5 entstehen. Das heißt, Thema Nullstellen, wir setzen die Funktion erstmal gleich 0. Und wenn wir die Funktion gleich 0 setzen, müssen wir ja nur den Zähler gleich 0 setzen. Also 3x² plus 9x plus 2a. Das ist letztendlich Thema Funktionsscharen, weil wir jetzt nämlich diese Gleichung lösen müssen, und zwar nach a. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie setzen jetzt die Picot-Formel an und ermitteln das a so, dass dann für die PQ-Formel minus 5 bzw. 2 rauskommt. Man kann aber hier ein bisschen einfacher vorgehen, da ja x gleich 2 und minus 5 bereits gegeben sind, kann ich jetzt das einsetzen. Ich entscheide mich jetzt für die zweite Nullstelle, für 2, und setze jetzt hier für x die 2 ein. Da habe ich also x mal 0 ist gleich 3 mal 2 Quadrat plus 9 mal 2 plus 2a. Und diese Gleichung kann ich nach a umstellen. Da sind wir bei 4, bei 12 plus 18. Ich muss also minus 30 rechnen. Und geteilt durch 2. A ist minus 15. Mehr war es nicht. Man kann dasselbe auch mit der minus 5 machen. Da kommt es gleich raus. Tja, auch wenn das bei mir ein bisschen schneller geht als bei Ihnen, möchte ich trotzdem das Tempo beibehalten, damit das Video nicht ganz lang wird. Sie können, wie gesagt, ja entsprechend auch hin und her springen. So, wir kommen jetzt zur Aufgabe 10. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Aufgabe 10, ich zeige es Ihnen nochmal. Zeigen Sie rechnerisch, dass für a gleich minus 6 die Funktion oder die Ableitung folgende Gleichung hat. Das heißt, wir müssen auch hier wieder die erste Ableitung bilden und müssten, wenn wir alles richtig machen, auf diese Funktion kommen. Eventuell hat der eine oder andere hier oben bei Aufgabe 8 einen kleinen Fehler entdeckt, nämlich dieses Plus. Das korrigiere ich mal ganz kurz. Da steht natürlich ein Minus. So. Wir starten. Unsere Funktion lautet ja so, dass wir fa von x gleich 3x² plus 9x minus 2a haben. Jetzt setzen wir für a minus 6 ein.
minus 2 mal minus 6 wird dann zu plus 12. Das heißt also hier hinten wird daraus ein plus 12. Jetzt bilden wir die erste Ableitung davon. Das heißt also, wir brauchen u. Das wäre 3x² plus 9x plus 12. U' wäre dann 6x plus 9. Wir benötigen v. V wäre x² plus 4. V' wäre 2x. Das Ganze setzen wir ein in die Quotientenregel. F' von x wäre also u' mal v. 6x plus 9, das Ganze mal x² plus 4, minus u mal v'. 3x² plus 9x plus 12, das Ganze mal 2x. Und dann geteilt durch x² plus 4 ins Quadrat, geteilt durch v². Wir lösen jetzt wieder den Zähler auf. Wenn wir den Zähler auflösen, haben wir die Klammern auflösen, 6x mal x hoch 2 ist 6x hoch 3. Wir haben 6x mal 4 sind plus 24x. Wir haben 9 mal x² sind 9x². Und wir haben 9 mal 4 plus 36. Im hinteren Teil müssen wir also hier aufpassen. Wir müssen mal 2x rechnen und wir haben aber noch das Minus vor der Klammer stehen. Das ist also zwei Sachen, die wir beachten müssen. 2x mal 3x² sind 6x hoch 3, dazu ein Minus, sind wir bei minus 6x hoch 3. Wir haben 2x mal 9x sind 18x², minus davor, sind wir bei minus 18x². Und als letztes hätten wir 2x mal 12 sind 24x, das Minus dazu, sind wir bei minus 24x. Das Ganze geteilt durch x² plus 4 ins Quadrat. Jetzt fassen wir noch zusammen. Und da fällt auf, zum einen 6x hoch 3 minus 6x hoch 3, das verschwindet. Dann haben wir 9x² minus 18x², sind wir bei minus 9x². Wir haben 24x minus 24x, das verschwindet ebenfalls, bleibt übrig noch plus 36. Das Ganze geteilt durch x² plus 4. Ins Quadrat. Das ist jetzt die erste Ableitung und wir sollen ja zeigen, dass diese erste Ableitung rauskommt. Es gibt hier eine kleine Veränderung. Wahrscheinlich gibt es hier sogar einen ganz kleinen Fehler in der Aufgabenstellung. Schauen wir mal ganz schnell nach. Nein, bei meinen Prüfungsaufgaben. Na? Tatsächlich, da sehen wir, das ist die Eigenschaftsaufgabe, hier steht noch ein Minus. Ah, fuck off. So. So, wir sollen jetzt zeigen, dass es genau diese Funktion ist, diese Ableitung, nein, anders. Das ist jetzt unsere erste Ableitung und wir sollen jetzt beweisen oder zeigen, dass das Ganze ja dieser ersten Ableitung entspricht. Jetzt sehen wir hier eine kleine Veränderung, das ist aber nicht schlimm. Wir könnten jetzt im Zähler noch die 9 ausklammern bzw. minus 9 ausklammern. Minus 9 mal x² minus 4, das Ganze geteilt durch x² plus 4 ins Quadrat. Ich habe also die minus 9 herausgezogen, ausgeklammert, dann entsteht das. Das entspricht zwar trotzdem nicht genau
der Aufgabenstellung fehlt nämlich das Minus, aber das muss ich auf meine Kappe nehmen, denn ich habe gerade nochmal nachgeschaut. In der Prüfungsaufgabe von 2018 nach Termin, da steht auch Minus davor, das habe ich also vergessen. Das bedeutet, in der Aufgabenstellung müsste hier noch ein Minus davor sein. Das werde ich dann noch korrigieren. Jetzt wissen Sie es, aufgrund dessen, dass ich Ihnen das ja gezeigt habe. Nichtsdestotrotz können wir natürlich auch hier den Taschenrechner noch zur Hilfe nehmen und das Ganze kontrollieren. Indem Sie die Funktion eingeben und mit dem Tabelmenü das Ganze prüfen. So, da würde ich einmal die Funktion eingeben. Die Funktion lautet 3x² plus 9x plus 12, Klammer zu, Klammer geteilt durch, Klammer auf, x² plus 4. Und die erste Ableitung, da haben wir jetzt minus 9 mal, Klammer auf, x² minus 4, Klammer zu, geteilt durch x² plus 4 ins Quadrat. Und auch hier sehen wir wieder sehr schön, dass die Spalte y-1 und die Spalte y-2 übereinstimmen, alle Werte. Demzufolge ist die erste Ableitung auch richtig. Und in der Aufgabenstellung ist, wie gesagt, ein kleiner Fehler, den korrigiere ich. Aufgabe 11. Wir hätten also jetzt Aufgabe 9 und 10 erledigt. Aufgabe 11. Ermitteln Sie für a gleich minus 6 eine Gleichung der Tangente an der Stelle x gleich minus 4 und geben Sie den Anstieg der zugehörigen Normale an. 3 Punkte. Ermitteln heißt also, wir dürfen wieder den Taschenrechner mit einsetzen. Das machen wir auch. Das spart uns auch jede Menge Zeit. Generell, wenn Sie die Tangente bestimmen, ist der erste Schritt, wir berechnen y mit Hilfe der Funktion. Gesucht ist die Tangente an der Stelle minus 4. Das heißt also, wir geben f von minus 4 ein. X ist also minus 4. Gegeben war auch a gleich minus 6. Das heißt, wir arbeiten wieder mit der Funktion, die wir bereits Taschenrechner eingegeben haben, von der wir bereits auch die Ableitung gebildet haben. Ich würde jetzt ganz einfach mir hier auch im Tabelmenü das Ganze anschauen, im Graphenmenü das Ganze anschauen. Die Funktion sieht so aus. Und jetzt berechnen wir die Tangente an der Stelle x gleich minus 4. Mit Trace und minus 4 kann ich mir sowohl den y-Wert als auch den Anstieg anzeigen lassen. Hier ist der y-Wert. Jetzt drücken wir mal den Anstieg. Der y-Wert ist 1,2. Zweitens, der Anstieg m wird mit Hilfe der ersten Ableitung an der Stelle minus 4 berechnet. Die hätten wir jetzt hier oben gebildet. Man könnte jetzt hier für x die minus 4 einsetzen und würde das ausrechnen. Ansonsten einfach hier übernehmen. Minus 0,27 ist also der Anstieg. Minus 0,27 als Bruch wäre das 6 Fünfte und das wären minus 27 Hundertstel. Und dann hätten wir im dritten Schritt y ist gleich mx plus n. Wir setzen y ein, 6 Fünftel. Wir setzen m ein, minus 27 Hundertstel. Wir setzen x ein, minus 4 plus n. Wir müssen zunächst das miteinander multiplizieren. Das mache ich hier mit dem Taschenrechner, minus 27 Hundertstel mal minus 4 sind 27 25stel. Ich muss also minus 27 25stel rechnen. Und dann habe ich also 6 Fünftel minus 27 25stel.
sind 3 25stel, ist n die Tangente, lautet demzufolge y ist gleich minus 27/100 x plus 3 25stel oder als Dezimalzahl minus 0,27x plus 0,12. Ja, 3 25stel ist 0,12. Das kann ich auch hier mit meinem Taschenrechner wieder schön prüfen. Sie können sich ja mit Sketch und Tangente an der Stelle minus 4 die Tangente anzeigen lassen und da steht sie hier. Minus 0,27x plus 0,12. Also reine Tangentenbestimmung. Zusätzlich sollen Sie noch den Anstieg der Normale bestimmen. Der Anstieg der Normale, der Normalen wäre dann das negative Reziproke vom Tangentenanstieg. Wir haben hier minus 27/100. Das wäre also dann 127. Ja, damit hätten wir Aufgabe 11 und würden noch als letztes zur Aufgabe 12 kommen. Die habe ich jetzt noch dazu gemogelt. Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion für a gleich minus 6. So, wir würden zunächst die Funktion gleich 0 setzen. Wenn wir die Nullstellen berechnen, müssen wir uns aber nur den Zähler anschauen. Der Zähler lautet, ich kopiere mal schnell die Funktion hier rüber. Wir arbeiten immer noch für a gleich minus 6. Das ist immer noch diese Funktion. Und das heißt, ich muss mir also nur den Zähler anschauen. 3x² plus 9x plus 12. Wer die Funktion noch im Taschenrechner vor sich hat, der wird auch sehen, na, Nullstellen, hat die Funktion überhaupt Nullstellen? Zumindest nicht sichtbar in diesem Bereich gibt es keine Nullstellen. Das müsste man jetzt bei der Rechnung auch sehen. Wir würden jetzt hier geteilt durch 3 rechnen. 0 wäre dann x² plus 3x plus 4. Und die PQ-Formel ergibt dann 3/2 plus minus die Wurzel aus 3/2. Ins Quadrat minus 4. Da wären wir bei 9/4 minus 4. Die 4 Ganze sind erweitert auf 16/4, also 9 minus 16. Da wären wir bei minus 7/4 und die Wurzel aus der negativen Zahl können wir nicht ziehen. Es gibt also keine Nullstellen. Damit hätten wir auch die Aufgabe 12 erledigt. Kommen wir nun zum zweiten Teil der prüfungsähnlichen Aufgabe 2, Aufgabe 3.2 und unserer E-Funktion. Aufgabe 3.2.1, berechnen die Nullstellen der Funktion. Zunächst natürlich wieder hier der gleiche Ansatz. Wir setzen erstmal h von x gleich 0, also 0 ist gleich minus 4e hoch 0,5x minus 3 plus 4 und stellen das erstmal klassisch so um, dass wir das e hoch 0,5x minus 3 isolieren. Demzufolge muss zunächst erstmal minus 4 gerechnet werden, damit diesem 4 verschwindet. Dann steht auf der linken Seite minus 4 ist gleich auf der rechten Seite minus 4e hoch 0,5x minus 3. Im zweiten Schritt muss diese minus 4 weg. Demzufolge rechnen wir geteilt durch minus 4. Dann steht hier eine 1 und hier bleibt e hoch 0,5x minus 3 übrig. An dieser Stelle wenden wir wieder den Logarithmus an,
Damit haben wir auf der linken Seite den Logarithmus von 1 und auf der rechten Seite haben wir ln von e hoch 0,5x minus 3. ln und e heben sich gegenseitig auf, so dass das Ergebnis 0,5x minus 3 ist auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite, wer sich nicht sicher ist oder das nicht mehr weiß, ln von 1 ist 0. Das ist im Grunde der einzige Logarithmus, der eine vernünftige Zahl, also eine angenehme Zahl ergibt. Logarithmus von 2 ist zum Beispiel 0,69, Logarithmus von 3 ist 1,098 und so weiter. Demzufolge ist es immer am schönsten, wenn wir den Logarithmus von 1 haben. Und der ist 0. Und ab jetzt können wir wieder klassisch vorgehen, plus 3. 3 ist gleich 0,5x geteilt durch 0,5 oder mal 2. Damit ist die Nullstelle bei x0 gleich 6. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie immer mit Ihrem Taschenrechner eine sehr schöne Kontrollmöglichkeit haben. Also minus 4 mal e hoch 0,5x minus 3. Sie könnten sogar rein theoretisch vor der Rechnung, bevor Sie die Nullstellen berechnen, sich das Ganze schon im Taschenrechner anschauen, damit Sie schon wissen, wie die Funktion aussieht und schon sich mit dem Befehl gsolve und root die Nullstelle anzeigen lassen können. Und da sehen Sie, die Nullstelle ist bei 6 und dann haben Sie natürlich ein besseres Gefühl, wenn Sie die Aufgabe dann auch rechnen und auf die 6 kommen. Gut. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Ermitteln Sie den Inhalt der Fläche, welche die Funktion h mit den Koordinaten Achsen vollständig einschließt. Sie können also wieder im Graphmenü sich zunächst erstmal die Funktion anschauen. Mit den Koordinaten Achsen bedeutet also wieder mit der y-Achse und der x-Achse. Und demzufolge wäre das Ganze also folgende Fläche. Die Nullstelle ist 6 und es ist wieder diese Fläche gemeint. Ähnlich wie beim letzten Mal, demzufolge haben wir also das Integral von 0 bis 6 zu bestimmen. H von x dx und das machen wir mit Hilfe des Taschenrechners mit Optionen kalt. Da haben wir das Integral was Graph y1 von 0 bis 6 bis 16,398. Demzufolge ist die Fläche A gleich 16,398 Flächeneinheiten. Und damit haben Sie die Aufgabe schon bearbeitet. Relativ kurz. Und die letzte Aufgabe 3.2.3. Ermitteln Sie die Stelle x, an der die Tangente an den Graphen den Anstieg minus 2 besitzt. Anstieg m ist gleich minus 2, heißt also, wir brauchen wieder die erste Ableitung. Ich schreibe dazu die Funktion nochmal. Ich schreibe sie trotzdem nochmal auf. Minus 4 e hoch 0,5x minus 3 plus 4. Beim Ableiten beschäftigt uns die 4 hier hinten gar nicht, denn die fällt weg. Und damit müssen wir die nicht weiter beachten. Das heißt, wir haben also nur den Teil hier vorne. Und für diesen Teil können Sie sich wie folgt merken, die innere Funktion ist das, was jetzt hier oben steht, 0,5x minus 3. Die Ableitung davon ist 0,5. In demzufolge müssen Sie diesen Ausdruck mit der inneren Ableitung multiplizieren mit 0,5. Also ist die erste Ableitung h' von x gleich. Minus 4 mal 0,5 ist minus 2 e hoch 0,5x minus 3.
Und dann können wir jetzt die Aufgabe lösen. Die Frage war, berechnen Sie x so, ermitteln Sie die Stelle x, an der die Tangente an den Graphen den Anstieg m gleich minus 2 besitzt. So, m ist also minus 2. M wird mit Hilfe der ersten Ableitung berechnet. Das bedeutet, m ist also minus 2 mal e hoch 0,5x minus 3. Und wir können das m einsetzen mit minus 2 und können das wieder nach x umstellen. In dem Fall würde man geteilt durch minus 2 rechnen, dann haben wir hier wieder eine 1. Und auf der rechten Seite e hoch 0,5x minus 3. Wir würden wieder den Logarithmus anwenden, hätten damit auf der linken Seite 0, denn ln von 1 war 0. Und hier verschwindet das e, bleibt 0,5x minus 3 übrig, plus 3 mal 2. Die Stelle ist x gleich 6, also unsere Nullstelle. Sie können natürlich an der Stelle auch das kontrollieren, indem Sie ganz einfach im Graphmenü mit Trace zu der Stelle 6 springen. Und dann sehen Sie hier, dy durch dx ist gleich minus 2. Und demzufolge ist die Stelle richtig, der Anstieg an der Stelle ist minus 2. Und damit haben wir die Aufgabe erledigt.